Ja, guten Tag, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen. Mein Name ist der Sebi von Zock LP. Heute spielen wir ein neues Spiel, beziehungsweise wir testen ein neues Spiel und das heißt Stellar Survivor. Es ist ein Singleplayer, also sprich ein Einzelspieler-Spiel auf Steam, erhältlich kostenlos. Es ist ein Early Access-Spiel, man erkennt das schon sofort. Es ist noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Arbeit hat es vor sich. Ich habe jetzt zur Zeit noch gar nichts gespielt. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, komm, machen wir jetzt doch gleich einen kompletten neuen Versuch. Machen wir noch ein neues Let's Test draus. Und am Schluss erzähle ich dann irgendwas, was ich da rüber, wie es mir gefallen hat und so. Und dann kommt noch ein Game Review auf den Discord Game Tester. So, wir gucken erstmal Tutorials an. Ich habe die Settings schon ein bisschen eingestellt, so dass es eigentlich im Endeffekt passen sollte. Okay. Also, um was geht's da eigentlich in diesem Spiel? Wir sind gestrandet auf einem Alien-Planeten, alleine sogar. Also, man sieht's ja. Mit einer Waffe sind wir ausgestellt und das wird wohl unser Schiff dann sein, mit das wir hier abgestützt sind. Aus unerklärlichen Gründen noch. Use Shift to Sprint. Movement. Jawohl, haben wir gemacht. Können wir abhaken. Complete Challenge to Survive as long as possible. So, ja, diese Maus, die Maus-Einstellung ist sehr, sehr krass. Ich gehe mal runter mit meiner Maus. Naja, das machen wir so. Hold Control to Crunch. Genau, geht auch, passt, cool. Und, es sieht cool aus. Ist schon. Oh, man kann es aufheben. Aha. Was können wir mit den Kristallen jetzt dann tun? Was hat das denn für einen Sinn mit den Kristallen? Irgendwelche Energiespeicher für unsere Waffe oder für unseren Anzug? Ich weiß es nicht. Also, noch ungewiss. Power Core. Hold E. Power Core to regain his. Okay. Hier können wir unsere Heilung machen. Wir haben jetzt 100% Stunden. Ah, wir haben sogar drei Waffen. Eine Sniper-Waffe sogar dabei. Okay, da müssen wir rechtsklick gedrückt halten, um zu zielen. Sieht sehr nach einer Shotgun aus. Und das ist die richtige MG. Wir haben zwar ein Red Dot drum Visier, aber wir können nicht anvisieren. Geht gar nicht. Wir können Building. Was können wir bauen? Press Q. Select any trap and place in the world. Okay. Machen wir mal diese Mine. Die können wir uns irgendwo um hier platzieren. Stand near the trap and buy the next tier to upgrade it. Okay, da brauchen wir also die Kristalle, deswegen. Dann holen wir uns mal die Kristalle. Also, das ist schon mit E was, genau. Also mit E können wir die Kristalle aufsammeln und damit Waffen, nicht Waffen, sondern mehr Fallen erstellen oder sogar eine Schutzwand, habe ich gesehen, so eine kleine Schutzwall. Okay. Survive is long, tap, so da. Stand near a trap and buy the next tier to upgrade it. Oh nein, das wollte ich nicht. Wieso? Das war doch. Was muss man machen? Traps can be upgraded, which will help you. Deal. Larger groups of enemies standing and driven by the next tier to upgrade it. Tier 1. Haben wir jetzt das gekauft? Ja.
Ah, ich muss also auf diesen blauen Symbolkasten dann gehen. Scroll bis die Maus und press 1, 2, 3, to circle, ja. Hammer. Press Enter, das gibt der Intermission. Halt, das war kein Enter. Wave starting. Oh, lol. Da kommen sie schon. Okay, relativ einfach, es gibt keinen Recoil. Also keinen Rückstoß, das ist cool gemacht und sie lassen auch was droppen. Was ist diese? Was sind diese Pfeile? Ach, sind das hier? Use everything you have learned so far to survive the next two waves. Okay, das sind wohl hier. Und die nächsten. Ich würde mal kurz gucken, was das für eine. Wann kommen die? Ah, in 11 Sekunden kommt die nächste. Halt. Weg damit. Okay, probieren wir mal die Sniper aus. Mich würde es interessieren. Also, kommen die jetzt von hier? Ja. Oh, okay. Ey, weg da. Alles klar. Waffe ist überhitzt. Also man kann sogar seine Waffe überhitzen. Das ist gut gemacht, weil ich dachte mir schon so, krass, ist ja easy peasy, wenn du einfach reinhältst. Okay, dann machen wir mal Mission. Extraction Mod. Ready. Ich weiß nicht, warum da oben. Ah ja, Multiplayer ist dieselbe. Ich dachte mir schon, weil es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Und dann kann man da oben irgendwie Freunde einladen. Ganz komisch. Also unser Ziel ist immer, diesen Power Cord anscheinend zu verteidigen. Und hier kommt wohl eine Wave. Kommt jetzt schon die Wave oder? Oder haben wir noch Zeit hier in. Haben wir noch Zeit wegen zu looten oder ist das jetzt hier schon zu spät? Da läuft da nichts so. Ah, und da ist die Karte. Oh, die kommen ja von mehreren Seiten. Ah, alles klar, von zwei Seiten kommen die. Ah, ich kann mit Enter bestätigen, wann die nächste Welle kommen soll. Das ist cool. Also ich habe jetzt halt Zeit zum Looten. Ich kann jetzt in Ruhe diese Kristalle aufsammeln. Und dann irgendwelche Fallen zu erstellen oder eine Schutzwall zu machen. Könnte denn diese Schutzmauer dann auch zerstören? Weil ich habe jetzt gesehen, die haben jetzt keine Waffen. Die kommen einfach angerannt und machen nichts. Also was macht denn nichts? Die sind das eben mit ihren Fäusten oder so, das kaputt zu schlagen. Den Power Core. Da ist ein Ding, komm mal da hoch. Ich glaube schon, ja, aber ist egal. Pass auf, ich will vorschlagen. Weißt du was? Wir machen jetzt halt hier einfach mal. Kostet beides 5 Kristalle. Dann, wenn ich tue jetzt einfach mal hier. Kommen sie? Da ist er, ne? Wo
Sind die anderen zwei? Da sind sie. Headshot. So. Können wir nachladen? Geht gar nichts. Also nachladen können wir gar nicht. Nächste Welle kommt in 60 Sekunden. Okay, das ist noch in 50 Sekunden. Ich würde vorschlagen, dann rennen wir nochmal schnell rüber. Und sammeln noch ein bisschen mehr Kristalle ein. Hier können wir noch die einsammeln, die der Gegner gefallen hat. Gefallen lassen hat, so würde ich sagen. Perfektes Deutsch, gefallen hat. Oh, mein junger Padawan. Viel lernen du musst. So. Also meine Baukünste sind richtig cool. Ich würde sagen, wenn ich immer... Wave is starting. Okay, ich würde mal sagen, wir snipen mal wieder. Jetzt kommen wir hier wieder. Ah doch, die haben zwei Schwerter. Hey, da bist du nicht in meine Falle reingelaufen? Ganz komisch, na gut. Hier liegt noch ein bisschen was. Können wir nur die ganzen Kristalle hier einsammeln? Ja, ne? Weil ich renne mal jetzt schnell hoch. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Aber wir haben anscheinend wirklich unendlich Munition. Aber halt nur, die Waffe kann überhitzen. Das ist das Einzige, glaube ich. Hier noch was, da ist was. So, wo kann man hier hoch? Ah, wohl, wir haben keine Zeit mehr. Ich würde noch schnell Fallen noch bauen, bevor wieder was hier losgeht. Ich würde hier nochmal... was einstellen. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Da kommen sie. Ah, hier ist das Schiff. Ja, geil, jetzt sehe ich es auch. Jetzt macht alles einen Sinn. Ich dachte mir schon so, wer kommen die denn, Alter? Und weggesniped. Oh, war daneben. Was? Ja, da hinten. Komm her, Baby. Jawoll. Intermission. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln noch das hier die restlichen ein. Und dann machen wir noch den letzten Kristall hier kaputt da drüben. Mal CTR. Ah, wir können auch hier mit der Karte raus mit STRG und Mausrad, können wir wegen die Karte oben rechts, die Minimap, rein und raus moven. Aber jetzt versuchen wir mal hier hinzugehen. So, wir haben jetzt alle Kristalle eingesammelt. Wachsen die danach? Nee, ne? Wir sind jetzt halt hier. Wave 4 sind wir jetzt. Es geht so lange, bis ich irgendwann sterbe. Taser Trap. Okay, pass auf, den Taser-Trap würde ich irgendwie hier in der Mitte machen. Dass der wirklich so endgültig dann angeht, wenn da wirklich nichts mehr geht. Okay, wir haben nichts mehr, das war's. Halt, wir gehen mal auf die Sniper-Mission wieder.
Dort kann man schlecht snappen, aber hier können wir noch schnell snappen. Genau, ja. Kommt auch schon angerannt. Oh! Wow! Tschüss. Oh, jetzt ist die Mauer kaputt gegangen. Bam. So, halt, da kommt noch einer. Geht auch nicht mehr lang. Können wir noch hier... Ja, wir können diese noch eine Mauer. Machen wir hier noch eine Mauer hin. Aber so, warte mal. Da drüben müssen noch Kristalle oder so sein, oder? Sind noch nicht Kristalle, wo ich den einen abgeschossen habe? Mit der Sniper? Oder löschen die dann auch irgendwann? Was auch geil wäre, wenn man jetzt hier ein Ding erstellen könnte. Okay, 5 Sekunden. Oh, 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 oh. Wave is starting. Let's go. Alles klar. Oh, da kommt schon wieder hier angerannt. Daneben. Ah, heiß. Was ist denn los? Scheiße, Alter. Jetzt kommen sie aber von allen Seiten. Was für Hits? Scheiße, wir verlieren. Ja. Wir haben verloren. Wir haben bis zur 5. Welt geschafft. Okay. Krass. Das ganze Spiel geht hier anscheinend nur Welle. Also. Ja. Es gibt nur Wellen. Klar, so, das war's. Client. Ja, ist gut. Pfui. Danke. Ich meine, nicht pfui. Ich meine, aus. Pfui. Ah. Oh Mann. Credits. Ja, also es, die Missionen beziehen sich halt hauptsächlich nur auf Welle, ne? Also es gibt keine andere. More Mission coming soon. Also gut, das, also zur Zeit gibt es halt wirklich, es gibt hier, ah, hier oben steht es rechts, Extraction Mode, Survive 20 Waves. Also man müsste 20 Wellen, ja, 20 Wellen müsste man überleben, das ist, puh, voll egal, mal so einfach tun, ne, wenn man dann keine Kristalle mehr hat. Weil wir haben jetzt alle Kristalle abgebaut, wir haben jetzt halt so, eigentlich eine gute Base gebaut, würde ich mal sagen. Vielleicht hätte man noch was besser machen können, aber wie gesagt, du kannst dann nur noch die Sachen einsammeln, was der Gegner halt fallen lässt, ne? Und die so viel lassen die halt auch nochmal fallen von Kristallen und dann kannst du wirklich die Fallen eventuell vielleicht nur noch so auftüren und das war's dann. Und so, und vor allem macht dann schon, ist dann schon sehr, sehr anstrengend, ja, wenn dann von zwei Seiten die kommen und das dann auch mit unterschiedlichen, Feinden halt, ne? Aliens, ne? Die halt dann von jeder Welle zu jeder Welle kommt ein anderer Alien-Typ, Anführungszeichen, sag ich mal, dazu, ja? Und das macht's halt auch
echt extrem schwer. Also das Spiel an sich ist cool, muss man lassen. Kann jetzt immer die Credits laufen lassen und dann erzähle ich irgendwas darüber. Ja, das Spiel ist an sich cool gemacht. Ja, ist eine coole Idee. Es gibt es halt so ein First-Person-Shooter-Spiel, Einzelspieler-Modus, und man kann halt jetzt halt die Aufgabe hat man halt einfach da, dass man jetzt halt seinen Heal-Point verteidigt gegenüber die anderen Aliens, die halt nach ca. 60 Sekunden immer durch ihre Schiffe halt respawnen und von zwei Seiten halt kommen. Und das ist, glaube ich, der Punkt mit den zwei Seiten, das ist halt dann schon sehr, sehr schwer, ja. Also man hat schon gemerkt, ich habe es nur bis zur fünften Welle geschafft. Die Mission geht, also um diesen Stern zu verdienen anscheinend, muss man alle 20 Wellen überleben. Und das ist, glaube ich, schon richtig, richtig, richtig brutal schwer. Aber an sich ist es eine coole Idee. Es ist halt, ja, es ist gut gemacht, vor allem der Sinn mit der Waffe, ja. Also gut, man hat jetzt kein Reload-System, ja. Man hat unendlich Schuss, aber man sagt jetzt nicht so, das ist einfach dieses einfach reinhalten und feuern, sondern man muss halt auch wirklich aufpassen, damit die Waffe halt auch nicht überhitzt. Das ist halt dann gut gemacht, ne? Weil das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, wo man als Entwickler einfach sagen muss, okay, wie mache ich das am besten? Gebe ich jetzt nur so ein Reload-System, also dass der Spieler halt irgendwelche Munition sammeln muss, aufheben muss vom Gegner oder so und dann halt immer nachladen muss. Oder ich sag so, ich mache unendlich Schuss, aber ich muss halt gucken, dass das halt jetzt nicht irgendwie so ein langweiliges Spiel wird, dass man einfach nur Linksklick gedrückt hält von der Maus und reinballer, wie das Zeug hält und ja, nichts drauf achten muss, ne? Das ist natürlich, macht dann auch keinen Spaß mehr irgendwann. So ist halt dann, dass sie halt dann das genommen haben, dass die Waffe überhitzt, ist es halt natürlich anders dann, ne? Der Spieler muss sich dann natürlich anders da einstellen, der kann jetzt nicht Dauerfeuer machen, sondern muss halt auch gucken, wann wird die Waffe heiß, soll ich lieber nur so Double Spray machen oder so, also jetzt kein Dauerfeuer machen, ja. Cool ist, dass es halt auch verschiedene Waffenmodien gibt, also diese MG, die Shotgun und die Sniper hatten wir dazu, die drei Waffen. Schön, dass man mit der Sniper in die Visier reingehen kann. Es ist cool gemacht. Was mir halt aber fehlt, ist man halt, dass man zum Beispiel bei der wenigstens, dass man auch bei der anderen Waffen, bei den MG und bei der Shotgun, dass man vielleicht eventuell auch ins Visier gehen darf, ja? Weil bei einem MG habe ich ja ein, ich kann euch nochmal zeigen, ne? MG, hier, das ist das MG. Und hier habe ich ja eigentlich ein Red Dot, ja. Also sieht meiner Meinung nach aus wie ein Red Dot Visier. Und man kann wirklich so oft rechtsklicken, wie man möchte. Es geht nicht, ja. Also man kann leider nicht in das Visier rein. Genau das gleiche ist hier. Gut, meine gut, Shotgun, man geht man da bitte in eine Visierstellung rein. Aber man hätte wenigstens bei der MG das machen können, ja. So schießt man halt leider alles aus der Hüfte raus, außer hier mit der Sniper, mit der kann man hier ins Visier reingehen. Und man kann auch schon sehen, auch wenn ich mit der Sniper schieße, außenrum ist es lila, das bedeutet, es ist alles im grünen Bereich sozusagen, also die Waffe ist nicht überhitzt, es passt alles. Und wenn ich jetzt schieße, kommt orange, wenn ich nochmal schieße, wird es dunkel orange und jetzt wird es rot. Sprich, meine Waffe ist erhitzt und zeigt dann halt auch an. Das sieht man auch von außen sehr schön. Ja, das sieht man dann wirklich von außen und jetzt ist sie wieder auf komplett lila und außen sieht man es auch nochmal lila, also es ist komplett im grünen Bereich, sag ich mal. Bei der anderen sieht es, bei der Shotgun-Waffe sieht es genauso aus, von grün wird es dann auf gelb und dann irgendwann wird es dunkelgelb und dann schon orange und dann auch schon wieder rot und dann blinkt das schon auf und wenn man noch einmal schießt, dann überhitzt sie, es qualmt und man verbrennt sich leicht und man guckt dann auch an seinen Anschauen. Das ist cool gemacht, ja, das ist der Modus, man hat unendlich Waffen, aber halt die Waffe erhitzt und das ist dann hier das gleiche auch hier, die wird dann auch irgendwann ins dunklere Orange gehen, ich drücke mal drauf, dunkle Orange kommt, es wird rot, es leuchtet und dann kommt auch schon hier auch der Warnsymbol, also der Warnton kommt, das ist schon cool gemacht, ja, an sich ist eine coole Idee, nur was halt cool wäre, wenn man halt irgendwie hier auch in der MG ins Visier an sich gehen könnte und nicht nur wie beim
nicht so wie beim Scharfschützengewehr. Im Grunde genommen, wenn man halt jetzt so nur die Welt uns anschauen möchte, es ist cool gemacht, ja. Es ist wirklich schön gemacht. Es ist auch sehr schön kreativ, ja. Also man muss schon sagen, ja, weil diese Alien-Welten zu erstellen, ist halt immer so, Kreativität lässt man seinen freien Lauf von den Entwicklern und dann ist es wirklich zu überall unterschiedlich, ja. Es ist wirklich, wenn man so ein Planet No Man's sagt, dann kann man schon auch sehen, dass man halt hier wirklich verschiedenste Arten von Welten hier programmieren kann, erstellen kann. Und es ist auch schon richtig schön gemacht. Muss man schon wirklich lassen. Es wird halt dann, meiner Meinung nach, wird es halt dann irgendwann mal eintönig, wenn es jetzt halt die ganze Zeit nur aus dieser Mission besteht, dass man hier diesen Hillpot da drüben halt bewachen muss vor den Aliens, damit sie das nicht zerstören. Und es ist halt einfach jetzt halt dieser Modus, es ist halt wirklich nur Wellenmodus, ja. Es gibt bis jetzt auch nur diesen Wellenmodus, es soll aber, hier man sieht schon, more missions coming soon, also es soll auch bald neue Missionen und weitere Missionen kommen. Ich hoffe dann halt einfach, dass es dann halt nicht nur diesen Wellenmodus wieder gibt, sondern vielleicht irgendetwas Neues, dass man halt sagt, dass man so kleinere Missionen reinmacht, dass man zum Beispiel irgendwie was erkunden muss, was aufsammeln muss, irgendwelche Gegenstände oder vielleicht sein, um sein Schiff zu reparieren, damit man hier aus dieser Alien-Welt, Alien-Gegend fliegen kann, dass man da irgendwas finden muss und dann wird man natürlich überrascht von Aliens, ne, dass man auch wieder kämpfen muss, das ist ganz klar. Aber was mir auch wundert, also was heißt wundert, was ich auch gespannt bin, ist das hier zum Beispiel, dass der Multiplayer irgendwann kommen wird, zwar noch nicht in der Early Access, so hieß es jetzt, also man kann so lesen, Multiplayer ist disabled for Early Access, vielleicht kommt es dann irgendwann in der Beta raus und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ich muss es echt sagen, ich bin wirklich gespannt darauf, es ist eine coole Idee, Grafik an sich ist halt, ja, ganz schön normal gemacht, es ist halt jetzt halt nichts Großartiges, für ein Free-to-Play ist es an sich ein cooles Spiel und ich kann es jedem empfehlen. Und ja, also wie gesagt, Stellar Survivor Free-to-Play Einzelspielermodus auf Steam erhältlich. Wenn es euch gefallen hat, dann zockt doch das mal selber, probiert das selber mal aus, vielleicht schafft ihr mehr Wellen als ich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder ein Abo. Mich würde es auf jeden Fall freuen und man wird sich auf jeden Fall bald wiederhören. Euer Sebi von Zurück in Little Pea.